Der erste Showdown im Stuttgarter Golfclub Solitude. Vielleicht war es noch nie so spannend. In der 10-jährigen Geschichte der deutschen Golfliga, präsentiert bei All for Golf. Aber in der Südgruppe fielen am vorletzten Spieltag die ersten Entscheidungen. Zurück vom College ist Selina Sattelkau. Und in der Vorwoche startete sie erstmals auf der Ladies European Tour bei der Amundi German Masters. War schon einfach mega cool, da die Möglichkeit zu haben durch den VCG eben. Und ich hatte echt Spaß und hatte schon das Gefühl, dass ich da mithalten kann mit den Profis. Die beste Spielerin des Wochenendes war allerdings ihre Clubkameradin Charlotte Back. Am Sonntag mit einer 3 unter Par, sogar einsame Spitze. Sie gehörte zu den 5 deutschen Damen, die bei der Women's Amateur Championship für Furore sorgten. Und sie war als Caddy dabei, als die Münchnerin Chiara Horder Geschichte schrieb. Das war sehr besonders. Die Chiara Horder hat das beste Golf wahrscheinlich gespielt, was ich je gesehen habe, über alle Runden, die ich Caddy gemacht habe. Und das war sehr beeindruckend. Viel vorgenommen hatten sich die Stuttgarterinnen mit Überfliegerin Helen Briem. Kapitänin Sophia Zeeb führte am Sonntag ihr Team mit der besten Runde noch auf Platz 2. Was den Schwäbinnen unerwartete Perspektiven Richtung Final Four eröffnet. Ich meine, es gibt uns die Chance, nochmal beim letzten Spieltag wirklich alles zu geben. Wir haben jetzt richtig Bock auf München und freuen uns auf den Spieltag. Eine Klasse für sich, St. Leon Roth. Der Vorsprung von 37 Schlägen, rekordverdächtig. Natürlich den Spieltag mit wie vielen Schlägen auch immer zu gewinnen, war natürlich auch echt cool, ja. St. Leon Roth ist bereits Meister der Gruppe Süd. Münchnerinnen wie hier Marie Kors diesmal nicht immer im Glück. Aber am letzten Spieltag auf eigenem Platz im Duell mit den Stuttgarterinnen im Vorteil. Fürth verpasst diesmal nur um einen Schlag Platz 2 und hat es im Kampf gegen den Abstieg noch mit dem Golfclub Valley zu tun. Direkt vom DP World Tour Turnier in München kam German Boys Champion Tim Wiedemeyer. Und das sollte sich lohnen für das Team von Cheftrainer Arne Dickel. Karl Siemens kam als neuer French Amateur Champion. Ein Erfolg, der eine ganz besondere Startberechtigung nach sich zieht. Ich darf jetzt im September auf der DP World Tour in Frankreich in Le Golf National spielen. Das kommt mit dem Sieg, da freue ich mich mega drauf, das wird echt geil. Der Beste beim Tabellenführer war allerdings Finn Kölle. Gemeinsam mit Siemens war er im Vorjahr jungen Team Europameister geworden. In Stuttgart spielte er am Finaltag eine 5 unter Par 67. Das ist fürs Team, für den Golfclub und da steht schon viel dahinter und macht es natürlich umso mehr Bock. Aber das reichte nicht, weil die Herren vom Münchner Golfclub ganz groß aufspielten. Angeführt von Felix Krammer, der am Sonntag eine blitzsaubere 3 unter Par Runde hinlegte. Mit einem Schlag Vorsprung holten sich die Münchner am Ende den Tagessieg. Das hat es in einem Jahrzehnt DGL-Geschichte noch nicht gegeben. Ach super, also ganz ehrlich, und noch damit, doch dazu, wir haben gar nicht damit gerechnet. Alle echt gut gespielt, also ist einfach Weltklasse. Vor St. Leon Roth, also wer hätte damit gerechnet? St. Leon Roth ist trotz des kleinen Schönheitsfehlers Südmeister und kann fürs Final Four planen. Auch bei den Herren dahinter ein Zweikampf zwischen den Münchnern und Mannheim-Viernheim, die am letzten Spieltag Heimrecht haben. Stuttgart und München-Valley werden dabei den Absteiger unter sich ausmachen. Diesmal feierten aber erst einmal die Tagessieger vom Münchner Golfclub. Nach ihrem historischen Erfolg am vierten Spieltag im Stuttgarter Golfclub Solitude.